müsst ihr nochmal. Die Kamera ist die Kamera aus. Die Kamera war aus. Die Kamera war aus. So. Yay! Yay! So, sehr gut. Willkommen vom Mammutmarsch Kopenhagen. Wir haben es endlich geschafft, den ersten Mammutmarsch im Ausland und zwar im wunderschönen Dänemark. Also wer nicht weiß, wo Kopenhagen liegt, mit dabei sind Lea, der Marc und die Christina. Wir freuen uns auf einen mega geilen Marsch und mega geilen Tag. Also schön, dass ihr dabei seid und los geht's. Willkommen zum Mammutmarsch 2024 hier in Dänemark. Teil der Serie, das haben kein Lierück so lang Frauen zum Mut vor die Discapless der Elle her. Ja, Robert, Mammut, die Robert Marsch, ja, sie haben Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Was ist da? Wir haben 5, 4, 3, 2, 1, Nug und zu Ende Sommer! Oh, wir sind noch nicht mal 400 oder 500 Meter weg und das Feld hat sich geteilt. Entweder sind wir die Einzigen, die 33 Kilometer laufen oder alle anderen laufen 55. Ah, nee, wir laufen nur 30 Kilometer. Da fängt es schon an. Weil laut Plan laufen wir richtig. Und alle anderen falsch. Und alle anderen falsch. Jetzt ist man natürlich ein bisschen konfus, wenn man denkt, dass wir die Einzigen sind, die falsch sind. Aber vielleicht treffen wir ja den Pulk wieder. Ich glaube, die laufen alle 50 Kilometer. Also alles kann ich mir das nicht vorstellen. Wandergruppe Hamburg überholt. Sehr gut! Nur noch 27. Kilometer 3,6. Wir sind mittlerweile im Wald angekommen. Es ist so ein Moorgebiet. Habt ihr schon ein bisschen gesehen. Hier ist Wasser. Und zwar nicht zu knapp. Und auf der anderen Seite auch. Alles moorig. Ja, gerade mit ein paar Jungs und Mädels aus Hamburg unterhalten. Die sind gerade hinter uns, weil unsere Frauen sind nämlich da vorne. Und die müssen wir jetzt nämlich einholen. Also, ne, ich hoffe, ihr seid gut ins Ziel gekommen. Grüße gehen nochmal raus. Und na komm, lass uns mal einen Schritt zulegen, lieber Marc. Dänische Pipi-Pause. Kilometer 6,8. Wir sind wieder in den Wald eingebogen. Und jetzt geht es auch eine ganze lange Weile durch schönste Natur und, wie ihr schon hören könnt, entlang der Autobahn, Freeway, wie das hier schimpft, oder Fernway. Ähnlich wie in Duisburg. In Duisburg hört man ja auch die ganze Zeit die Autobahn. Ja. Marco? Ja, okay. Danke. Dankeschön. So ein bisschen hier mit Lea Schritt zu halten, weil powert hier die junge Dame und wir alten Herren kommen kaum hinterher. Wie heißen der Buschwindröschen oder Maiglöckchen? Wie heißen die denn? So, extra für Kopenhagen haben Marco und ich eine alte Tradition aus unseren Anfangstagen wieder aufleben lassen. Ein Wegbier. Gott, waren das Zeiten früher. Oder? Weißt du das noch? Das war schön. Hannover. Hannover. Oh, und was haben wir denn noch gemacht als nächstes? Empty Marsch. Empty Marsch, richtig. Oh, oder unsere Wanderung, die wir so im Harz gemacht haben. Richtig. Alle schön mit Wegbier. Also, wenn du dich fertig bist, dann lassen wir schäumen. Jetzt. Ciao, Buddy. Oh. Prost, ihr Lieben. Prost, mein Lieber. Prost.
Duboc Classic, wirklich Classic, geil. Schöne Tradition, wieso haben wir die eigentlich aufgegeben? Du hast kein Bier mehr getrunken. Ach ja, weil ich immer Kopfschmerzen von Bier kriege. Außer von Duboc Classic, habe ich festgestellt, in den letzten 3 Tage. Kilometer 9, wir sind am Fourre-Sö und ein schöner Aussichtspunkt ist das auf jeden Fall, aber kein 10-Kilometer-Schild. Wieder noch bei 9 Kilometern, das geht ja auch gar nicht. Mama kommt immer wieder. Oh, nice. Nice, nice. Ich schaffe es aber. Mammut! Ich schaff das. Entschuldigung. Bierpower. Bierpower. 10 irgendwie was. Aber hier gibt es Grillplätze im Wald und das finde ich richtig cool. Und da vorne haben wir ein paar Dänen, die Barbecue machen im Wald. Das sollte sich mal einer in Deutschland einfallen lassen. Das wäre mega. Weil wir lieben es ja auch zu grillen. Komm mal hier! Kilometer 10! Juhu! So, viel Spaß! Ach geil, 1 Stunde 38 Minuten, 10 Kilometer, mega coole Zeit. Kilometer 11, es ist 12 Uhr und wir kommen zum ersten VP. Ich muss jetzt Lea noch einholen, das geht gar nicht. Gerade ein bisschen gequatscht mit ein paar netten Mädels. Grüße gehen raus. Überholt, überholt! Nee, aber VP1. Oh, geiler VP. Sehr schön. Was für ein cooler VP. Direkt hier am Strand von so einem Schwimmbad auf der Seite und hier. Guck mal, wie geil es aussieht. Ups, Mücken hier. So, aber geil. Richtig toll aus. Und ja, gleich mal ein bisschen Gemüse, wenn überhaupt noch was da ist. Ich war ja noch nie so weit hinten in einer Startgruppe gestartet. Und bin mal gespannt, was dort alles noch übrig geblieben ist an Essen. Banane, Gurke, Dings, Tomaten. Was hier Leckeres. Oh, das nehme ich mal. Supplements. Thank you. Der René gibt mir ein Supplement. Cool, so ein kleines Fläschchen, kenne ich auch nicht. Gibt es Suppe und auch ganz viele Mücken? Oder gibt es hier, nee, Kaffee, keine Suppe. Wo hier heißes Wasser war. Kaffee gibt es hier oben und Getränke. Tee. Tee, perfekt. Tee und Kaffee. Perfekt, um wach zu werden. Genau. Hoffentlich. Wie dass die letzten 11 Kilometer ein bisschen schwierig geworden wären. Dann viel Spaß noch. So. Ach, hier steht es ja auch Getränke. Kaffee, Water, Tea. Und nicht Suppe. Da sitzt sie, die Bande. Will, soll ich mal filmen, wie der schmeckt? So, ein kleiner VP. Hier gibt es auf jeden Fall so eine Müsli-Bar, die werde ich mal probieren. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Schön mit Schokolade, erinnert ja, den Standard-Müsli-Riegel, den wir auch so kennen. Und schmeckt auch gesund. So müssen wir das haben. So, geil. Jetzt gehen wir unter so eine Autobahnbrücke her. Hier gibt es noch Kanufahrer da vorne. Richtig, richtig geil. Sowas mag ich ja, ne? So eine urbane Architektur. Und mega. Sieht man ja auch selten, vor allen Dingen, weil der See oder der Seezufluss oder der Fluss
was auch immer hier drunter lang fließt, geil gelöst, würde ich sagen. Landschaftlich ist ja, der Marsch bisher ganz, ganz groß. Wie ihr seht, wir haben jetzt ein paar hügeliges Gelände und weites Gelände, Wiese. Also man kommt sich schon ein bisschen vor wie in den Bergen, also in Vorvorbergen. Vorvorbergen, geil. Kilometer 15 nach 2:29. Minuten, jetzt noch ein bisschen mehr als 15 Kilometer, 15,3. Und ich biege gleich in diesen wunderschönen Wald ab und werde mich erleichtern. Wir haben so eine Partytruppe vor uns, die kiffen ein wenig, man kann auch Spaß haben. So, und wieder gibt es Konfusion. Schon wieder gibt es Probleme mit der Streckenführung. Wir sind auf dem offiziellen Weg, der ausgeschildert ist, sowie alle anderen Menschen, die hier unterwegs sind. Und die Karte sagt aber, wir müssen den Parallelweg weiter unten gehen. Also da unten. Da bin ich zwischendurch auch mal zurückgegangen. Komisch, oder? komisch. Die Tour liegt rechts von dir 40 Meter. Und verstehe ich nicht. Aber naja, ich habe mir gestern, wie gesagt, die neue Tour runtergeladen. Irgendwie haben sie vergessen, die Tour anzupassen. Warte. Seltsam. Hippie an Kilometer 19. Butterblumig. Ich glaube, das ist der dritte Golfplatz, den ich dieses Jahr besuche. Und ich habe tatsächlich wieder einen Golfball gefunden. Richtig geil. Fitlays, die 3. Letztes Mal habe ich Nummer 1 gefunden. Davor war es, glaube ich, auch die Nummer 1. 3 ist, glaube ich, lasst mich lügen, ein harter Ball. Schön. Das Glück geht weiter. Und hier ist der Golfball, Golfballplatz. Der Golfplatz. So, warte mal, hier, da. Und da. Ey, guck mal, Gangsty. I'm still Gangsty. Nach, keine Ahnung, 3 Stunden noch ein bisschen. Kilometer 20. Nochmal jubeln alle. Kilometer 21,5, 14 Uhr punktgenau. Wir sind nach knapp 4 Stunden und 20 Kilometer am VP2 und wir sind hier in einem an einer Schwimmhalle und hier vorne, das ist auch eine Schwimmhalle, 2 Hallenbäder, angekommen. Mal gucken, ob es hier ein bisschen mehr zu essen gibt. Ich würde mich freuen. So, VP2 und hier gibt es tatsächlich ein bisschen mehr zu essen. Endlich mal Cinnamon Roll, richtig, richtig cool, typisch dänisch, skandinavisch und Bananenbrot und Nutellabrot sowieso immer. Und die gute Gurken, ich habe es mal reingebissen, weil ein bisschen Elektrolyte müssen immer sein. Und gibt wieder Kraft für den nächsten 10 Kilometer. Ne? Die letzten 10 Kilometer. Ist egal, so, wir snacken jetzt ein bisschen, warten noch auf Marc und Christina. Wo sind sie? Wir wissen es nicht. Und genießen noch ein bisschen die Zeit. Und die Sonne muss kommen. Da ist er. Marc!
Oh, so ist es aussieht. Heiß, 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 heiß. Kaffee. Hast du keinen Thermopappbecher gekriegt, oder was? Also diese Teegurken und Cinnamon Rolls da geil zusammen. Nee, lecker. Das wird die mieseste Zuckerbombe, die ich jemals in meinem Leben, glaube ich, zu mir genommen habe. Nutella, geil. Peanut Butter und ein bisschen Banane dazwischen. Ich weiß gar nicht, was gesünder ist. Das Weißbrot, glaube ich, am Ende. Ist doch gesünder als Banane, ne? Nein. Nee, Banane ist gesund. Es ist zwar viel Zucker, aber gesund ist hier trotzdem. Ja, fliege ich ja gleich ins Ziel. Und schmeckt richtig? Was für ein Snickers, nur mit Bananen. Ja, wir haben das ohne Bananen auch Snickers genannt. Mhm. Als Mischung Nutella und Erdnusscreme. Mhm. Geil, kann man sich für zu Hause merken. Ja. Früher auch immer. Ja. Snickers. Was hier nicht alles mit? Warum sagst du mir das nicht? Natürlich. Erdnussbutter mit Nutella oder Erdnussbutter mit Honig? Ich dachte, ich meine ersten 32 Jahre überleben konnte ohne diesen geilen Trick. Ja. Snickers nennt man das. Aber das Schöne ist, du hast jetzt noch so viel Zeit. Ja. Ist jetzt naja, genau. Und die Nutella mit Jahre Banane ist Lisbeth auch immer. Mit 32 Jahren sind weg. VP2 liegt hinter uns. Oh, meine Füße. Ich habe nämlich heute andere Schuhe an. Ich habe nämlich meine schönen Caldera 6 zu Hause vergessen und habe meine normalen Schuhe an. Die Adidas, ganz normale Street-Schuhe. Und die habe ich jetzt die letzten zwei Tage eingelaufen und die sind auch schon kaputt. Geile Qualität, liebe Adidas. Firma, kein Wunder, dass ihr den Trikot-Deal verloren habt. Ja, und was macht sich natürlich bemerkbar in den Füßen. Außerdem, ja, bei dem wird das natürlich schnell ausgekühlt. Jetzt heißt es 2-3 Kilometer wieder Wärme produzieren in irgendeiner Form. Also 8,5 Kilometer bis zum Ziel und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Marc-Christina noch am Start. Lea ist auch noch da und keinen verloren. So, auf geht's. Los, los. Oh, das ist wie auf blutigen Stümpfen gerade laufen. Oh, richtig, richtig cool. Das ist zum ersten Mal, dass es nach einem VP bergab geht und nicht bergauf. Normal ist ja immer so, dass es bergauf geht mit einem vollen Magen. Jetzt geht's zum ersten Mal berg runter. Mega geil. Danke, Mammut Marsch Kopenhagen. Wieder was Neues. Echt geil. Mosen. Kilometer 25,2. Wir sind hier ja, in so einem Live-Rollenspiel oder Mittelalter. Hier nennen wir es ein Dänenwerk, eine Wieg oder so reingekommen. Richtig, richtig cool. Guckt mal. Da haben sie alle ihre Zelte aufgebaut. Mega geil. Und auch Orks, jawohl. Live-Rollenspiel. Das ist echt mega. Mit dabei. Guckt mal, Live-Rollenspiel. Ach, geil. Oh, da habe ich ja richtig Bock zu, ne? Sowas mal zu machen, ein Wochenende, nur Live-Rollenspiel. Irgendeine Rüstung an und raus. Ich mal dich zu Hause auch blau an. Hä? Ja, hast du das nicht gesehen? Ja, da war ein Ork, ja. Ja, der sah krass aus. Richtig geil. Kilometer 25,5, 15.37 Uhr. Kilometer 25. Geschafft. Zack. Schnell vorbei, ich geh das kaputt. Gleich sind wir drinne. Yeah.
geil! Also. Mein! Danke! Hallo! Tag! Tag, Tag! Wuhu! Die fahren aus der Arbeit Traben auf das Stempel. Okay. Yes. Yes. Okay, we do it. Wir haben es geschafft ins Ziel. Wir sind genau 30,2 Kilometer gelaufen. Haben einen Schnitt von 5,9 Stundenkilometer. Also knapp unter der 6 geblieben. 300 Höhenmeter. Wir waren insgesamt 5 Stunden und 7 Minuten in reiner Bewegung. Und eine Stunde und ein bisschen Pause gemacht. Kann man machen, oder? Geilo! So, Freibier, Freibier, Freibier. Stellt man sich wenigstens hin. Danke. Alle drauf? Alle drauf, alle drunter! Yeah! Jubelt doch mal! Ich bin mir da, als er da jubelt hier. Ja, für die Kamera noch mal. So, und zum Ende, weil wir nicht genug kriegen, noch ein paar Höhenmeter zum Finisher-Bier. Dänisches Finisher-Bier. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Richtig tolle Runde. Spaß gemacht. Kopenhagen ist schön und ganz viel tolle, tolle Natur. Schade, dass die Sonne heute nicht rauskam, aber das ist zu verschmerzen. Haben wir wenigstens nicht so viel geschwitzt. Und wo gibt es denn das Finisher-Bier? Ah, Carlsberg gibt es. Oh, habe ich schon verraten. Moment. Dankeschön. Hallo! Ja, ja. With or without alcohol? With alcohol, please, and Tuborg Classic. Tuborg Classic. Yes, thank you. Can I take that one? Ja, klar, it's yours. Dankeschön. Ja, mach das mal. To the weekend, no one wants get his beer from you. No. If I know that before, I would free beer. No one wants Daniel's beer. No one. Okay, I'm back. Let's give it a. Und? Schaumparty. Warte. Machst du mit auf oder machst du nicht mit auf? Ich kann das so nicht. Hast du, wie machst du das sonst auf? Ich mach das mit dem Messer auf. Auch die Messer fertig. Los! Ja, Schaumparty! Oh, schade, dass hier nicht irgendwie was. Carlsberg, Tuborg Classic vielleicht. Coole Medaille. Ach, herrlich. Oh. Prost. Ich habe gerade Bier mit ein bisschen Salzgeschmack von der Oberlippe. Sag mal, weinst du oder ist das der Salzgeschmack, der von deiner Oberlippe kommt? Ich glaube, ich schleppe den Kopf hin weg. Ich tropfe den weg. Hat das Bier jetzt gemacht? Hat er getan. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Wandern nicht vergessen. Und tschüss. Tschüss. Ja, genau. Die sehen dich doch, die Leute. Du kannst ruhig sagen, das ist dein erster Marsch, wa? Ein bisschen schüchtern. Zu spät. Ich komme mir auch mal komisch vor, der Kamera. Ah, herrlich. Das ist Kopenhagen. Mega geil. Einmal in den Popo. Einmal in den Popo. Schön die Damenwände kraulen. So. Da. Alter, Marc, wir haben es geschafft. Yeah, geil, Alter. Juhu. Ah, oh. Fühlt sich an, als wenn wir nichts gemacht haben. Nein, wirklich, ne, bis auf meine Schuhe. Meine Stadtschuhe, nur weil ich meine Laufschuhe und meine Einlagen nicht mit hatte. Aber egal, wir haben es geschafft. Ich bin stolz davon. Ja. Wir haben einen Auslandsmammutmarsch.
weggehauen. Aber komplett. Weil was können. Und obwohl wir bei der quasi Anmoderation nichts verstanden haben, ist egal. Trotzdem den Weg gefunden. Den Weg gefunden, so schießt du mich aus. Ja, schöne Sache. Sehr gut gemacht, Junge. Jetzt gehen wir nach Hause, das machen wir uns frisch unter den Achseln. Und im Schritt. Und dann gehen wir uns versorgen. Und dann gehen wir uns versorgen. Mit Kohlenhydraten, Fett und Alkohol. Und Alkohol. Oh, und dann nochmal laufen. Ey. Ja. Puh. Ach, scheiße, ich brauche meine Einlagen. Aber keine Knieschmerzen, das ist schon mal gut. Hast du die Zigarette da gesehen? Hätte ich sie aufheben sollen? Nein. Weiter rauchen, oder? Quatsch. Ne? Verrückt. Kostet noch bei uns 30 Cent das Stück oder so. Ne? Lass das bloß sein. Das Gift.